Willkommen zurück zu Clash of Clans. Die Clanspiele sind wieder da. Ich habe auch schon ein paar Punkte geholt, 175. Ich habe jetzt die Möglichkeit mit Rathaus Level 6. Und ich habe vor, das hier zu machen. Oder das hier. Ich entscheide mich noch. Ich glaube nicht, dass ich die 4000 Punkte holen werde. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Hier, ich habe auch keine 4000 mit dem anderen Account. Und ja, ich habe leider noch nicht den Bombenwerfer. Also kann ich das hier auch nicht machen. Ich glaube, machen wir das hier. Versuchen wir es mal. Eine kleine Juwelenkiste. Wir haben so viel Elixier und Gold. Kriegt das gar nicht richtig los. Auf Heiler verbessern. Naja. 750.000, das würde schon was bringen. Ich glaube, ich mach's einfach. Fehlt auch nicht mehr viel, Leute. Wir haben jetzt über die Hälfte schon geschafft. Für den nächsten Bauarbeiter. So, habe ich das jetzt gestartet? Ja. Okay. Dann versuchen wir mal unser Glück. Einfach möglichst viele Prozente holen. Und aufs Gewinnen hoffen. Und ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Das kriegen wir leider nicht mehr. Schade. Schade, schade. 79%, 2 Sterne. So, was können wir denn hier machen? Uhrenturm. Erstmal nicht. Ja, wir haben gewonnen. Und wir haben super viel Gold. Ich könnte eine Mauer machen, aber die sind so verdammt teuer. Okay, ich glaube, ja, ist halt schon ziemlich schwer, aber ja, wobei, hier eine, die da. Mach ich einfach. Okay, ich greife mal kurz hier an. Ich habe eine neue Taktik. Riesenschutz hier. Mit ein paar Ballons. Ist natürlich cool. Habe ich hier bei Training schon gemacht. Riesenschutz. Und werden wir jetzt mal versuchen. Kostet natürlich eine ganze Menge. Aber das hier ist natürlich schön. Okay. Nichts drinne. Und läuft natürlich direkt nicht so, wie ich will. So. Und jetzt gleich hier den Heilzauber drauf. Dann können wir schon mal anfangen, hier außen alles wegzumachen.
Ich glaube, den Heilzauber brauche ich gar nicht. Spare ich ein bisschen Elixier. Da kommt schon Riesen los. Ich glaube, ich brauche doch den Heilzauber. Oder? Ah, jetzt sind sie halt nicht mehr im angreifbaren Bereich. Ja, okay. Spare ich einen Heilzauber, was natürlich was Schönes. Und 100%. Schön. Schön für Elixier, schön für Gold. Was ich überhaupt nicht benötige. Warte, was? Eben hatte ich 0. Okay. Magierturm. 1 und 2. Ja gut, dann machen wir mal den Magierturm. Dann gehen wir mal rüber. Machen hier den nächsten Angriff. Und ich habe vergessen, auf der anderen Seite Truppen auszubilden. Egal. Wir zünden hier gleich eh den Uhrenturmschub. Und machen dann nur noch hier weiter. Kommt schon. Ach, schade. Kriegt das Rathaus nicht. Die Meisterhütte. Hätte ich gerne bekommen. Das reicht nicht. Ich habe einmal den Riesen hochgezogen. Ein Level. Den Bogenschützenturm habe ich nicht geschafft, aber dafür die Stoßfalle und die Mauern. Komm schon, das kann doch nicht so lange dauern. Och nö. Ich hasse diese Spieler, die nur, die einfach mit Bogies, mit Schleichschützen generell angreifen. Sie machen wenig Schaden. Es dauert ewig. Seht ihr das? Statt dass der Bogi hier, oh, in den Bereich geht. Schön. Hat zwar gewonnen, aber naja. Gut, dann zünden wir mal hier den Uhrenturm. Und greifen dann gleich weiter an. Kurz Elixier und Gold einsammeln. 3, 2, 1, 0. Natürlich kriege ich gleich einen richtig guten Gegner. Ich meine, Doppelkanone relativ weit oben. Ist auch ein Level höher. Ich weiß gar nicht, von wo ich angreifen soll. Einfach mal hier und hier die Mauern erstmal kaputt machen. Dann hier so ein bisschen, hier so ein bisschen. Die laufen halt sehr schnell zum Zerschmetterer, ja. Muss ich die einmal um die Ecke. Oh, hä? Die haben den Zerschmetterer kaputt gekriegt? Okay, okay. Okay. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Es ist halt schon cool. Vielleicht kriegen wir sogar 100%. Ja, ich glaube eher weniger. Aber so 80% sollten wir kriegen. So, 79. Ja, schade, keine 80. Aber fast. Was? Ach komm.
So, dann von den beiden Seiten mal die Mauern aufmachen. Eine Falle. Schade. Die Doppelkanone und der Bogenschützenturm hatten noch ganz, ganz wenig Leben. Och nee, mit Bogies. Ernsthaft? Ernsthaft? So, danke. Noch ein Sieg. Der wievierte ist das jetzt? Der zweite gerade mal. Oh Gott, ich glaube, wir kriegen das nicht hin. Und ich habe auch eigentlich gar nicht vor, 4000 Punkte zu holen. So, so, so. Ja gut, ein Barbar kann halt nicht viel ausrichten. Ich hätte vielleicht das da noch holen sollen. Naja, zu spät. So, jetzt aber ein paar Truppen ausbilden. Damit das dann vielleicht noch fertig wird. Und haben heute wahrscheinlich wieder eine Folge in Überlänge. Seid schon nützlich, zerschmett drauf. Level 3. Und wir haben keinen Uhrenturmschub mehr. Stark. Ja, dann gucken wir noch kurz zu. Schleichschütze. Wow. Nur die Doppelkanone und die Meisterhütte. Alles andere ist weg. Hab natürlich nicht gewonnen. Ach ja. So, dann. Sizilianische Verteidigung. Probieren wir mal. Was daran ist sizilianisch? Blitz? Was habe ich aus... Hä? Woher habe ich jetzt den Blitz? Ja, toll. Wenn mir hier die halbe Armee wegspringt, dann habe ich auch keine andere Wahl. Ich weiß halt nicht, woher ich den Blitz habe. Aber ich setze ihn jetzt einfach mal ein. Ich muss jetzt dringend mal nachgucken, was ich da ausgebildet habe. Was? Hä? Warum? Ich verstehe nicht, warum da plötzlich ein Blitz drin war.
2 von 5 Angriffen. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Der Gegner hat eine interessante Base, sage ich mal. Habe ich mir irgendwie gedacht. Oha. So Leute, da bin ich wieder. Meine Mutter kam gerade rein, hat mich eine Weile genervt. Der Gegner hat eine ziemlich gute Taktik gefunden. Mit Bombenwerfern. Ich wünschte, ich hätte auch Bombenwerfer, aber habe ich leider noch nicht. Ja, hat natürlich direkt den einen Stern bekommen. Aber viel mehr dann auch nicht. Also die Taktik ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Meine Taktik bei meinem anderen Dorf, die hat auch Barbaren drinne, Bombenwerfer und Kanonenkarren. Und dann dazu noch die Kampfmaschine, also ist eine ziemlich solide Kampfeinheit. So, und gehen da drauf. Ja, und dann sind alle weggestorben. Toll. Weil hier eine Megamine war. Juhu. Und kriegt natürlich nicht mal einen Stern. Och Gott. Hilfe. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Schaffen wir einfach nicht. Und. Ach nein, nicht wieder Bogies. Warum Bogies? Die machen mich kirre. Guck mal. Da. Die. Hä? Meine Verteidigung ist maßlos unterlegen. Da. Schnell. Mach sie kaputt. Töte sie doch. Ah. Das Einzige, was noch verteidigt, ist hier mein Tesla. Zum Glück ist der relativ weit mittig. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe es inzwischen rausgecuttet. Ich habe jetzt 4 von 5 Siegen. Ich hoffe, jetzt holen wir den letzten Sieg. 84%, 2 Sterne. Es war relativ leicht. Und jetzt hoffen wir, dass mein Gegner... Och nein! Warum? Warum Schleichschützen? Kann mir mal bitte jemand sagen, warum Schleichschützen? Warum Schleichschützen, bitte? Kann mir das jemand bitte sagen? Ich hasse Schleichschützen. Aber ich glaube nicht, dass der Moppy hier mehr als 2 Sterne kriegt. Und das ist eine richtig schlaue Idee, 2 Babydrachen direkt nebeneinander zu setzen, weil die dann kein Wut mehr haben. Nee. Kannst du vergessen.
Kannst du vergessen, ich hab gewonnen. Lelelelele. Fortschritt abgeschlossen, endlich. Oh, das war so schwer. 725 Punkte. Hab ganz ehrlich erstmal keinen Bock mehr darauf. Ich glaube nicht, dass ich hier noch weitere Sterne, weitere Punkte hole. Vielleicht so bis 1000. Vielleicht mache ich das hier noch, aber erstmal nicht. Ja, dann haben wir hier noch zwei. Ja, fast zwei Angriffe. Können wir nicht wegmachen. 12 Mal. 4 Mal. 6 Mal. Ich glaube, Minenwerfer geht am leichtesten. Wären 4 Angriffe. Das kann ich vergessen. 12 Elixiersammler. Warte mal. Wie viele habe ich? 2, 4, 5, 6. Da müsste ich 2 Angriffe machen. Wohingegen ich hier 2 bis 4 machen müsste. Und hier müsste ich 3 machen. Ich versuch's, Leute, okay? Ich versuch's nur. Ich sag nicht, dass ich's schaffen werde. Hat nur 4. Und viel zu wenig Elixier. Ich achte erstmal aufs Elixier. Ist zu wenig. Ich gebe so um die 60.000 aus. Oh. Okay. Okay. Von wo kann man gut angreifen? Von hier unten, glaube ich. Weil da gleich 3 Verteidigungen sind. So, kurz warten. Ich glaube, die kriegen das hin, oder? Ja, locker. So, packen wir mal hier so einen Heilzauber hin. Dann werden die geheilt und geschützt. Und dann, ja, müsste ich hier so ein bisschen die Truppen hinsetzen. Weil da oben ist halt noch so ein Minenwerfer. Oder auch nicht. Dann könnten wir hier gleich noch ein Heil drauf schmeißen. Oder auf meine Magier. Die kriegen halt schon schnell Schaden. Und sind in Gefahr. Ich glaube auf die Magier, oder? Ich weiß es nicht. Schnell, Magier, lauft. Okay, ich brauche den doch nicht. So schnell kann es gehen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wie viel hatte der jetzt? 5? 4? Hier ist auf jeden Fall noch einer. Ich glaube, der hatte 6. 2, 3, 4, 5, 6. Das sieht man hier an diesem gläsernen Teilen da. Ist aber eine. Oh. Okay, das war eine Riesenbombe. Das sieht man auch hier. Das ist auch Glas. Aber mit Rathaus Level 6 hat man halt nur 2 Lager. Deshalb kann das hier kein Lager sein. Hilfe? Leute, was ist los? Okay, irgendwelche WLAN-Probleme und zusätzliche Lags. Muss ich mal in der Videoaufnahme, in der Aufnahme gucken, was das war. Und haben nur noch 30 Sekunden. Das ist nicht so toll. Aber ich glaube, wir kriegen es hin. Wir brauchen halt vor allem das noch. Komm schon, komm schon, komm. Macht das kaputt und bam. Juhu, 100%. Ja, 6 Stück haben wir kaputt gemacht.
Ich glaube, jetzt gehe ich eher auf die Elixiersammler als auf Loot. Also wenn er 6 Elixiersammler hat, greife ich den an. 3, 4, 5, 2, 4, 5. Hat nur 5 Elixiersammler? Schaue ich gerade falsch oder hat er nur 5? Der hat nur 5. Okay, der nächste. 2, 4, 5, 6. Hat aber die Gebäude weit verteilt. Das nervt ein bisschen. Ich glaube, den nehme ich erstmal nicht. Hat außerdem sehr wenig Loot. Nee. Der hat auch 6. Einigermaßen viel Loot. Ja. Versuch's mal. So. Na toll. Einer ist natürlich draufgegangen. Direkt ein Heilzauber drauf. Eine große Menge. Ui, gefährlich. Leute, eine Heilerin. Oh nein, sie tötet jetzt alle meine Truppen. Ich weiß nicht, wohin die als nächstes gehen. Nach oben oder nach unten? So. Da sie ja nach unten gehen. Könnte tatsächlich knapp werden, irgendwas hier noch zu holen. Deshalb mache ich mal den Bogie-Turm da kaputt. Oh oh. Oh, und die Magier werden bedroht. Los, mach den Bogie-Turm platt. Oh Gott. Ja, okay, die Challenge. Nein, warte mal, warte mal. 2, 4, 5. Nein, ich brauche das da noch. Nein. Nein, als ob ich das jetzt nicht bekomme. Als ob ich das jetzt nicht bekomme. Warum habe ich hier nicht noch... Warum habe ich nicht drauf geachtet? Ach Gott. Die Folge ist auch wieder Überlänge. Ja, ich glaube... Auch wenn da vielleicht noch viel Loot drin ist, vielleicht so 10.000 oder so, bringt mir das jetzt leider nichts. Ja. Einfach töten. Einfach aus Prinzip, weil man da einen Heiler drin hat. 11 von 12. Das ist echt eine traurige Zahl. So, was kann ich hier denn noch machen? Bogenschützenturm mache ich auf jeden Fall. Starte ich auch schon mal. Mit dem Elixier. Ja. Mache ich den Hau drauf Riesen. Kampfmaschine habe ich leider noch nicht. Meisterhütte Level 5. Ja. Und hier Goldlager, Elixierlager. Vielleicht noch die Mauern. Ja, ich mache jetzt hier noch auf jeden Fall ein paar Mauern. Mach die Challenge noch. Und dann sehen wir uns halt morgen wieder. Oder irgendwann später, wenn wir die ganzen Sachen einsammeln. Wir sind kurz vor der letzten Stufe, aber haben auch nicht mehr viel Zeit.
Er hat dann ein paar Sachen auswählen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.